Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu unserer Sendung Der große Preis mit Wim Tölke. Gespielt haben, werden Sie im Verlauf der Sendung erfahren, ob Sie gewonnen haben. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei einem heiteren Spiel für gescheite Leute. Der große. Der große Preis mit Wim Tölke. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, liebe Kinder. Der große Preis meldet sich heute Abend und ich muss mit einem ganz dicken Dankeschön beginnen. Einem Dankeschön an die Mitspieler unserer Lotterie. Es ist kaum zu fassen, kaum zu glauben, wir haben schon wieder eine Rekordeinspieleinnahme. Diesmal mehr als 19 Millionen Mark, genau 19 Millionen 406.907 Mark. Ach. Also durch den Zahlen... Solchen Zahlen kann man nur dankbar und demütig gegenüberstehen. Aber ich muss noch einen Dank loswerden. Wissen Sie, es wird ja so oft über Beamte gemeckert. Da sollte man fairerweise auch mal Beamte loben, wenn sie zu loben sind. 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oberpostdirektion Köln unter Leitung von Oberpostdirektorin Dr. Bärbel Matte haben nicht nur Tagesdienst geleistet, sondern freiwillig Nachtschichten eingelegt, um die Millionenlose zu ordnen. Die müssen von Hand geordnet werden zum großen Teil. Und da wir diesmal eine Woche weniger Abstand hatten zwischen der letzten Sendung und dieser, war das eine Heidenarbeit, die in 4 Tagen und 4 Nächten Gott sei Dank geschafft wurde. Also, danke, liebe Freunde. So, nun geht's dann richtig los. Da ist Beate. Danke, Beate. So, erster Kandidat ist eine Kandidatin. Ist eine Kandidatin, Elisabeth Havlatter. Sie lebt mit ihrer Familie in Eichstätt. Das liegt so zwischen München und Nürnberg. Sie hat nochmal angefangen zu studieren. Das heißt, sie steht ganz kurz vor ihrem Examen, politische Wissenschaften und Pädagogik. Und zwar an der kleinsten Universität Deutschlands in Eichstätt, da wo sie zu Hause ist. Ah, lernt man sogar jetzt was. Ja. Mit Musik, besonders mit der Oper, befasst sie sich außerdem noch. Und für den großen Preis hat sie sich anlässlich des Wagner-Jahres ganz besonders mit dessen Opern beschäftigt. Guten Abend, Frau Havlatter. Guten Abend. Wir haben eben schon gehört, dass Eichstätt eine tolle, kleine, feine Universität ist. Wann sind Sie fertig? Ja, ich bin jetzt fast fertig. Wie studiert man mit 2 Kindern? Och Gott, wenn die Familie mitmacht, geht's gut. Man braucht eine gute Großmutter nicht, oder? Nein, einen guten Mann, sagen wir so. Guten Mann braucht man sowieso, sicher. Aber grüßen wir alle, die die Organisation im Hintergrund leiten, nicht? Wir begrüßen aber auch unseren Experten, Herrn Martin Gregor Delin, herzlich. Schriftsteller, Herausgeber, Wagner-Biograf, großer Kenner von Richard Wagner und seinem Leben. Guten Abend. Guten Abend. Herr Gregor Delin, Richard Wagner ist unheimlich gefeiert worden. Man hat alles eigentlich über ihn erfahren, fast alles. Man hätte das nicht getan, diese Festivitäten organisiert, wenn er so im Stillen vor sich hin komponiert hätte. Wo liegt denn die Brisanz, die ständige aktuelle Brisanz des Themas Wagner? Er mischte sich überall ein, und zwar auch politisch, was immer zu Auseinandersetzungen führt. Er jagte einem Kunstideal nach, der Utopie des Gesamtkunstwerkes, das noch heute umstritten und aktuell ist. Und schließlich spiegelte er die Widersprüche seines ganzen Jahrhunderts, das bis in unsere Zeit hinein wirkt. Darum geht es im Wesentlichen. Und der Streit um sein Charakterbild ist meist nur ein Vorwand. Und er war ein großer Komponist und ein großer Theatermann. Kommen zu den Fragen zum Thema Richard Wagner. 200 Mark für jede richtige Antwort. Eine Frage kann Masterfrage werden. Die Musik, die Sie jetzt hören, die klingt gar nicht nach Wagner, nicht? Das könnte
vielleicht sogar noch ein bisschen Verdi sein. Bellini, Rossini, ist aber Wagner. Hören Sie mal. Zu welcher Oper von Richard Wagner gehört diese Ouvertüre? Liebesverbot. Richtig! Die Oper Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg sollte ursprünglich einen ganz anderen Titel haben, aber die Dresdner Studenten, die haben von diesem Titel erfahren und haben sich über ihn dann schon lustig gemacht. Wie sollte also Tannhäuser eigentlich früher heißen? Der Venusberg. Ja. Und nun frage ich Sie, wie Alphornbläser den großen Richard angeregt haben zu einer Komposition. Alphornbläser vom Vierwaldstätter See. Wissen Sie, um welche Szenen es sich handelt, die von Alphornbläsern angeregt wurden? Oder wo kommt eine solche Szene vor in Wagners Schaffen? Ich weiß es nicht. Bei der Ankunft Isoldes im Schiff im dritten Akt, nicht? Mhm. Tristan und Isolde, da gibt es dieses Alphornmotiv. Nur dieses eine. Naja, das war ja nicht die Masterfrage. Wann sollte die Masterfrage dann kommen? Jetzt vielleicht? Ja. Gut. Wagner ist in den Opern eine Reihe von Frauen mit anziehenden Namen versehen, wie Eva, Elsa, Irene, Senta, Isolde, Kundri sogar. Andere entstammen der germanisch-keltisch-normannischen Mythologie und Sagenwelt. Aber einen der Namen, den ich eben genannt habe, den gab es bis dahin überhaupt nicht. Den hat Richard Wagner erfunden. Welchen Mädchennamen? Senta. Senta hat er erfunden, ja? Gab es vorher nicht, ne? Senta Berger verdankt ihren Vornamen Richard Wagner. Und unheimlich viele Schäferhunde, die Senta heißen, ebenfalls. So, wir kommen. Ich habe keinen Zusammenhang hergestellt. Ne? Ich bitte sehr, ich bin ein großer Verehrer von Senta Berger. An Wagners Werk hängt beinahe alles mit beinahe allem zusammen. So wird der Tristan einmal mit den Meister, in den Meistersingern zitiert. Und auch die Handlung von Lohengrin und Parsival ist innerlich miteinander verbunden. Wodurch wird der Zusammenhang von Lohengrin und Parsival im Lohengrin gegen Ende erkennbar? Durch die Gralserzählung Lohengrin. Sie haben es richtig gesagt. Ich gratuliere Ihnen. Dankeschön. Und diese wunderbare Gralserzählung hören wir jetzt, gesungen von einem Künstler mit einer unglaublichen Spannbreite. Er singt Lieder, hat gerade eine Platte Deutschland deine Lieder hergestellt, ist aber auch ein Operntenor von Weltgeltung. Ich begrüße René Kollo. Es heißt, Läger!
Die Graz-Erzählung ist ja gewissermaßen die Auflösung von Lohengrin. Am Anfang kommt dieser geheimnisvolle Fremde und singt, nie sollst du mich befragen, er will unerkannt bleiben. Ja. Und am Ende schließlich nach 4 Stunden sagt er, wo er herkommt und wer er ist. Ja, für mich ist das die modernste Oper, die es überhaupt gibt. Inwiefern? Es ist eigentlich die Glaubenskrise, in der wir in dieser Welt heute stecken. Das heißt, die Kirche natürlich genauso. Man will heute nach der Aufklärung alles wissen. Man will wissen, wie sieht der liebe Gott aus? Wo wohnt er? Was hat er? Wie, hat er einen Bart? Hat er keinen Bart? Aha. Und ich glaube, das ist einfach die Frage, Glaube oder nicht, also Glauben oder nicht Glauben, ohne zu fragen. Lohengrin verlangt den absoluten Glauben. Lohengrin verlangt den absoluten Glauben und wenn sie den Namen herausbekommen hat endlich, dann hat sie ihr Ideal eigentlich verloren. Aha. Das heißt, Glaube, in die Kirche zu gehen und zu glauben und nicht zu fragen. Also Glauben heißt dann Wissen durch Vertrauen ersetzen. Wissen durch Vertrauen, denn man kann ja nicht wissen, wer ist Gott, sondern man kann nur wissen, es gibt etwas dahinter, das uns führt oder leitet. Und was wir ein bisschen nach der Aufklärung verloren haben. Nicht? Und insofern ist es, glaube ich, die modernste Oper, die es gibt. Ich danke für den Besuch, lieber René Kollo. Er hat uns geehrt und er hat uns erhoben. Oh, René Kollo! Danke. Ich bedanke mich. Und jetzt bitte Theater. Unser nächster Kandidat heißt Günter Lentsch. Er kommt aus Mönchengladbach, ist Lehrer für Englisch und Deutsch am Gymnasium in Waldniel. Schach, Theater, Literatur und speziell Kriminalliteratur sind seine Hobbys. Und darum werden wir heute Abend alles über Sherlock Holmes Geschichten in den Schriften von Sir Arthur Conan Doyle hören. Nam der Lentsch! Grüße Sie. Abend, Herr Tölke. Ein junger Studienrat, Kollege meines Vaters, der dieselben Fächer hatte, auch Englisch und Deutsch. Daran merkt man, dass es nicht immer gut ist, bei seinem Vater zu lernen. Nee, wieso?
Ah ja, ich denke darüber nach. Da hat er etwas ungeheuer Hinterfotziges gesagt. Das hätte ich da antworten können. Mein Vater hat eine andere Frisur als Sie. Aber das meine ich nicht, weil er so lange Haare hatte. Mein Vater hatte gar keine Haare. Hätte sicher gerne welche gehabt, hat aber immer gesagt, auf seine Glatze deutend, wo kein Mist ist, kann auch nichts wachsen. So, jetzt müssen wir aber unbedingt anfangen. Experte ist Herr Professor Dr. Hans-Otto Hügel, Professor für populäre Kultur an der Universität Hildesheim. Guten Abend. Herr Professor Hügel, was ist in einer Figur von Sherlock Holmes nach 100 Jahren immer noch so attraktiv? Sherlock Holmes löst seine Fälle, indem er Zigarettenasche analysiert oder Papiersorten. Er ist der erste Detektiv, der naturwissenschaftliche Methoden kriminaltechnisch anwendet. Aha. Und da er immer Erfolg hat, lässt er die Leser glauben, dass Wissenschaft, Technik und Arbeit alle Probleme lösen kann. Wir kommen zu den 5 Fragen. Ja, können wir mit der Masterfrage anfangen? Aber natürlich. Dr. Watson, der Ich-Erzähler, der auch die Rolle des fragenden Lesers einnimmt, wird von Holmes kurz Watson genannt. Immer nur Watson. Nicht immer nur. Einmal erfährt der Leser auch, wie Dr. Watson mit Vornamen heißt. Wie denn? John. Prima. Der Hund von Baskerville beschreibt Watson sehr eindringlich. Den Hund von Baskerville beschreibt Watson sehr eindringlich. Feuer sprühte aus dem offenen Rachen hervor, die Augen glühten wie ein Geschöpf der Hölle, brach die Bestie aus dem Nebel hervor. Mit welchen chemischen Mitteln hatte der Verbrecher den Rachen des Hundes präpariert, um diesen furchterregenden Eindruck zu erreichen? Das war Phosphor. Tadellos. Im Sammelband, als Sherlock Holmes aus Lhasa kam, heißt gleich die erste Erzählung, wir sehen gerade jetzt die Titelseite der ersten deutschen Gesamtausgabe, und da heißt die erste Erzählung Das leere Haus, und gleich in der ersten Erzählung wird berichtet, wie Holmes unter fremdem Namen bis nach Lhasa, der Hauptstadt Tibets, kam, war 2 Jahre in Tibet, um seinen Londoner Feinden zu entgehen. Unter welchem Namen hat er Tibet durchstreift? Segerson. Ja, Donnerwetter. Der Erfolg Conan Doyles führt zu zahlreichen Nachahmungen. Sehr populär waren Groschenhefte, zum Beispiel die aus den Geheimakten des Weltdetektivs, da diese, die wir da gerade sehen, deren Held ebenfalls Sherlock Holmes war, wie das Vorbild auch häufig mit kurzer Pfeife dargestellt. Aber geklaut, nicht? Da wurde also nichts bezahlt, das ist einfach nachgeahmt worden. Da Conan Doyle den Leser über viele Eigenheiten seines Helden informierte, sind wir auch über den Tabak unterrichtet, den der Detektiv zu rauchen pflegte. Wie nannte man den Tabak? Shag Tobacco. Ja, yes, sir. Ich muss mich berichtigen, Sie haben doch gut gelernt bei Ihrem Vater. Ich danke Ihnen, Herr Lehrer. Ach, was bin ich beruhigt. Ja, mein Vater war nur einige Jahre mein Lehrer. Und das ist eine kritische Sache, seinen eigenen Vater zum Lehrer zu haben. Weil der Vater, wahrscheinlich würden Sie genauso sein, zu seinen eigenen Kindern nicht besonders streng ist dann, nicht? Ja. Ich frage Sie jetzt ganz schlicht und einfach, wie heißt denn Scotland Yards Kollege Lestrades, der also da im ersten Roman mitwirkt? Da gibt es noch einen zweiten Scotland Yard Menschen. Tobias Gregson. Ha, alles klar. Gratuliere Ihnen. So, und nun kommen wir also dann zum Champion. Sie wissen, ein junger Mann ist heute schon zum 3. Mal dabei. Er wusste eine Menge über Igor Strawinski. Hier ist er wieder. Guten Abend, Herr Herer. Experte ist, wie beim letzten Mal, Herr Professor Dr. Stenzel, den ich herzlich begrüße. Musikwissenschaftler aus der Schweiz, aus Fribourg. Die 3. Frage bitte als Masterfrage. In Ordnung. Als ich dieses Werk schrieb, das Werk, was wir gerade jetzt hier hören, sagte Strawinski von diesem 1919 entstandenen Klavierstück, da hatte ich an Arthur Rubinstein gedacht, an seine behenden Finger, die kräftig und geschickt zugleich sind. Wie heißt dieses Werk für den kürzlich verstorbenen Grand Seigneur der Pianisten? Das ist die Piano Rec Music. Ja! Igor Strawinski ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Wir sehen jetzt gleich mal ein Bild von Vater und Mutter. Und ich frage Sie, wer in der Familie, aber das können Sie also ruhig auch weiternehmen, war Berufsmusiker? Der Vater. Ein berühmter Bassist an der Staatsoper, an der Kaiserlichen Oper in Leningrad. Das stimmt.
Eine späte Komposition Strawinskys wurde für die Fernsehkette CBS in Amerika geschrieben. Wie heißt dieses Werk, das später auch auf der Bühne realisiert wurde? The Flood, die Sintflut. Auch das ist richtig. Das war Ihre Masterfrage, ne? Komponierende Söhne bedeutender Komponisten haben es ja oft besonders schwer. Auf die Dauer waren ja weder Wolfgang Mozart Junior noch Siegfried Wagner so richtig erfolgreich. Wie heißt Strawinskys jüngster Sohn, den wir da links vom Papa sehen, der nicht nur als Pianist, sondern auch als Komponist, vor allem von Klavierwerken hervorgetreten ist? Sulima. Das sitzt ja alles, muss ich sagen. Sind ja nicht zu erschüttern, Herr Heerer. Als am 15. April in der Kirche Santa Giovanni Paolo in Venedig die Totenfeier für Strawinsky zelebriert wurde, erklang ein Spätwerk des Verstorbenen, aus dem wir jetzt Ausschnitte hören, das auf Texten aus dem Requiem der katholischen Totenmesse beruht. Wie heißt dieses Werk? Die Requiem Canticles. Besser ging's nicht. 1200 Mark. So, nun wird Eberhard Gläser die Gewinnzahl der diesmaligen Ziehung der Lotterie der Große Preis zugunsten der Aktion Sorgenkind ermitteln. Eberhard, die Räder sollen sich jetzt drehen. Die 6 hat sich jetzt überlegt, sie bleibt und die Summe heißt, die Zahl heißt 6727. Wenn Sie diese 4 Ziffern als Endziffern Ihres Loses erkennen können, als Monatslos oder Jahreslos, spielt da keine Rolle, was Sie immer für ein Los haben, dann haben Sie 1000 Mark gewonnen. Wenn es die letzten 3 sind, also 727, sind es 100 Mark und egal ob 3 oder 4, Sie nehmen an unserer Verlosung der Hauptgewinne teil. Wie verteilen sich die Gewinne denn diesmal, Beate? 6840 mal 100 Mark, aha, 703 mal 1000 Mark, 65 mal 10.000 Mark und 22 mal 100.000. Und dazu, wie immer seit dem Januar dieses Jahres, 2-mal eine Viertelmillion und 1-mal eine halbe Million. Bitte jetzt alles gut durchmischen. Wir machen jetzt nach der Gralserzählung und René Koller natürlich auch im musikalischen Bereich seriös weiter. Der Gast, der nun die großen Preise zieht, ist ein Vertreter der ernsten Muse. Es ist ein Mann, der in seiner Interpretation die Musik geistig durchdringt, in ihren äußersten Tiefen auslotet. Ich glaube, ich muss Ihnen den Namen gar nicht erst nennen. Unser Studio ist heute der Tempel seiner Kunst. Ja, Leute, ich bin's. Danke, danke, danke. Dankeschön. Ich präsentiere Ihnen heute die aktuelle Shit-Parade, sozusagen die schrecklichsten Titel dieser Woche. Und gleich zu Anfang hören Sie die Gruppe O Sole Trio. Und diese Gruppe lüftet das zurzeit bestgehütete Geheimnis der deutschen Schallplattenindustrie. Aqua, 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 es saß ein Frosch in seinem Sumpf. Aqua, 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 und sprach, mein Leben ist so dumpf. Aqua, 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 ich kauf mir jetzt ein Instrument. Aqua, 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 und gründe einfach eine Band. Aqua, 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 er schrieb ein Lied, das war ein Gedicht. Aqua, 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 es klang wie Hund und reimt sich nicht. Aqua, 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 es war noch schlimmer als die Hölle. Aqua, 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 und so entstand die deutsche Welle. Oh, okay. Dankeschön, danke, danke, danke. Und schon dreht sie das nächste Blech auf dem Plattenteller. Es ist der Song eines Mannes, der seine Gattin möglichst billig renovieren lassen will. Mein Schatz, so sprach der Gatte, wir lassen dich jetzt liften. Da fliegt dir doch das Blech weg. Und dann werden wir dir gleich dazu noch neue Zähne stiften. Da fliegt dir doch das Blech weg. Das Gute an der Sache ist, es zahlt alles die Regierung. Da fliegt dir doch das Blech weg. Das handelt sich ja schließlich um eine Altbausanierung. Ja, jetzt fliegt dir das Blech weg. Danke, danke. Dankeschön.
Der nächste Song ist der Aufschrei eines rechtschaffen hungrigen Mannes, der leider eine Vegetarierin zur Frau genommen hat. Oh Gott, hab ich Kohldampf auf Filetsteak und Corned Beef. Jedoch meine Alte, die kocht leider alternativ. Es gibt nur Karotten und Müsli bei uns jeden Tag. Da hilft auch kein Brüllen, dass ich lieber Schweinsbraten mag. Denn Gabi wartet mit Quark. Gabi wartet mit Quark und mit Grünkohl-Ikit, wo ich so gerne Buletten möcht. Doch Gabi wartet mit Quark und weil ich den gar nicht mag, schieß ich mir Tauben im Park. Edge. Und nun kommen wir zum Top-Hit. Wir hören den 7-jährigen Paulchen Pieselbein, der mit zusammengekniffenen Backen vor der Wohnungstür steht und gequält ruft. Mama, Mama, oh Mama, 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 oh Mama, lass mich rein, ich muss raus. Lass mich rein, ich muss raus! Lass mich rein, ich muss raus! Aber schön. Das war aus dem Tourneeprogramm, ne? Aus dem Tourneeprogramm, ja. Ich bin gerade auf Tournee, ja. Also Sie haben auch einen Film gemacht, der heißt Der Schnüffler. Das ZDF hat übrigens mitfinanziert, mitproduziert, um das mal so ganz beiläufig zu sagen. Wieso heißt denn Der Schnüffler? Also ich darf vorausschicken, es ist ein Kinofilm, obwohl es Fernsehen mitproduziert hat. Und das Neue ist, er ist nicht bloß komisch, er ist auch spannend. Und er heißt Schnüffler, Gott, ich muss mal sagen, ich spiele einen sehr naiven, kleinen Berliner Taxifahrer, der in Verdacht gerät, für verschiedene Geheimdienste tätig zu sein. Aha. Und er will sich von diesem Verdacht befreien, ist natürlich eigentlich gar nicht in der Lage dazu, schlottert immer vor Angst. Und eine Ärztin redet ihm ein, er müsse nur an einer bestimmten Flüssigkeit schnüffeln, dann würde er ein tolles Selbstbewusstsein kriegen und könne Bäume ausreißen, ja, und er glaubt auch dran. Sie wollten mich sprechen, Herr Kommissar. Ja, ich will. Pass mal auf, du alter Wurzelsepp. Herbie Melbourne erschrickt sich nicht gerne, wenn er singt. Ist das klar? Dann pass mal auf. Guck dich mal in aller Ruhe ein bisschen an. Merkst du, wie dir jetzt ganz plötzlich schlecht wird? Jawohl. Und darüber solltest du jetzt mal in aller Ruhe ein bisschen nachdenken. Nicht? Das tut gut, was? Auf Wiedersehen. So, das hat ja unheimlich geholfen, muss ich sagen, nicht? Das alles Beste macht viel aus, nicht? Ja. So, soll ich was ziehen? Ja, aber jetzt, Glaube macht ja auch viel aus, nicht? Wenn man nur daran glaubt, dass es hilft, hilft es ja meist schon. So, das ist Beate. Darf ich Ihnen eben noch Herrn Dr. Weiß vorstellen? Ach so, ja. Der Leiter unserer Zielgruppe. So. Ja, und jetzt aber. Ja. Nun aber ganz konzentriert, denn der erste Gewinner, dessen Namen wir verlesen, hat 500.000 Mark gewonnen. Es geht um 500.000. Jetzt suchen Sie schon den 250.000 Mark Gewinner, dem alles geprüft ist. 500.000 Mark geht an Frau Irmi oder Bruni Kaipner in Melsungen. Ja. Okay. Dann geht's 250.000 an G. Friedrich in, wie heißt das, am Möhneberg, oder? Was ja, lesen kann ich nicht auch noch. Entweder oder. Am Möhneberg. Am Möhneberg, ja. In Am Möhneberg. Und die dritte 250.000 geht an Erich Appel. Wie Birne. Der wohnt in, ja, Erich Appel wohnt in Glauberg. Wir gratulieren Ihnen allen ganz herzlich. Das waren also 500.000 und 250.000. Vielleicht sind Sie beim nächsten Mal dabei, meine Damen und Herren, aber dann müssen Sie sich rechtzeitig ein Los kaufen. Also vor Samstag in 8 Tagen. Didi, jetzt geht's weiter. Ja. Hunderttausende werden gezogen. Wir sehen uns nachher wieder. Und da ist unser Cockpit besetzt wie immer. Da ist Silvia, Janita, Sigrid Spencer, die Protokollführerin, Eberhard Leser, unser Oberschiedsrichter. Servus, Eberhard. Servus, Wim, ich begrüße alles Sie. Bis jetzt. Jawohl, ich begrüße auch Sie, liebe Zuschauer, recht herzlich und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ach, hat er heute einen lieben Tag.
Und Marianne wird uns jetzt, Marianne wird uns jetzt zeigen, was sich hinter unserer Wand verbirgt. Allgäu 3, Nacht, aktuell A bis Z und Namen, das sind die Begriffe. Die Kandidaten waren erstklassig in der ersten Runde, Herr Heerer mit 1200 Mark und als Champion müssen Sie beginnen. Nacht 60, bitte. Ich fange mit der Nacht gleich an. Das ist ein Joker. Schon 100 Mark. Nacht 80, bitte. Der Gassenhauer, den wir jetzt hören, der stammt aus einer Oper, die von einem Nachtlager im Süden Spaniens berichtet. Kommen Sie mal rüber, kommen Sie mal rüber. Kommen Sie mal rüber zu Frau Schmitz oder was. Aber das ist nur das Motiv, das dieser Gassenhauer abgegeben hat. Die Oper berichtet, wie gesagt, von einem Nachtlager einer Stadt im Süden Spaniens. Wie heißt die Oper? Granada. Wie die ganze Oper? Na, wie muss ich raten? Eine Nacht in Granada vielleicht? Nee, leider nicht. Ähnlich. Das Nachtlager in Granada. So war's. Ah. Naja, Frau Hablatter hat es auch nötig. Nacht 40. Nacht 40, sagten Sie, da haben Sie Risiko erwischt. Risiko. Sie haben 1080 Mark. Wie viel setzen Sie davon? Am Anfang nur 300. Nur 300. Es geht um ein Zitat aus einer Ballade von Goethe. Ich liebe dich. Entschuldigen Sie bitte, ich meine, so hat Goethe gesagt. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Wer droht da wem? Der Erlkönig, dem Sohn des Handlungsträgers. Sicher, der eine reitet zu spät durch Nacht und Wind. Bravo. Nacht 20. Die Nacht reizt sie, gell? Das ist eine Glücksfrage. Als dann. Der Textdichter Günter Schwenn, sehr erfolgreicher Textdichter, hat mehr als 100 Filme getextet und über 1000 Schlager geschrieben, feiert morgen seinen 80. Geburtstag. Respekt und viel Glück, Meister. Aus welcher seiner Operetten ist die Melodie, die wir jetzt hören werden? Ein Glück, dass man sich so... Johannes Heesters singt und es war auch einer der ganz großen Erfolge von Johannes Heesters, die Operette. Wissen Sie schon? Die Hochzeitsnacht im Paradies. Wie sagten Sie? Die Hochzeitsnacht im Paradies. Ja, so ist richtig. Habt ihr noch nicht viel geschafft, was? Nein, in der Eile? Sie kam so schnell zur ersten Glücksfrage, die oder erst 200.000er gezogen hat. Aber Ellen Dörer in Kassel ist um 100.000 Mark reicher. Und Harald Bold in 2391 Übersee. Wir gratulieren. Jetzt führt Frau Hablatter. 340. Hörst du nicht? Cerberus, kommst du jetzt endlich? Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss den Hund erst einfangen, sonst haben wir keine ruhige Minute. Cerberus, du Höllenhund, jetzt habe ich's aber satt. Man wird kaum noch mit ihm fertig und mein Mann schon gar nicht. Darum nehme ich das Tier ja auch immer mit, wenn ich hier oben auf der Erde meine Enkelkinder besuche. Wissen Sie, wir wohnen unten im Orkus. Mein Mann ist dort Direktor von einem großen Rehabilitationszentrum, Hades und Konsorten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Der Laden geht blendend. Es gibt Tage, da geben sich die Leute die Klinke nur so in die Hand. Kein Wunder, der Eintritt ist frei. Nur die Seele ist an der Garderobe abzugeben. Und Jenner da draußen, das ist unser Wachhund. Cerberus, er lässt jeden rein. Nur wenn der wieder gehen will, dann ist die Hölle los, das kann ich Ihnen sagen. Nur Orpheus, wenn der bei uns Diskjockey macht und auf seiner Leier spielt, da wird unser Cerberus zahm wie ein Lamm. Nun komm doch endlich. Frauchen spielt dir auch das schöne Lied vom Onkel Orpheus in der Unterwelt. Na bitte, warum nicht gleich so? So, und jetzt kommen wir zur Frage. Wer ich bin, das ahnen Sie ja sicher inzwischen.
Oma Persephone, die ihre kleinen Belzebuben besucht. Oder besser gesagt, ich bin des Teufels Großmutter. Einer von meinen Plagegeistern hatte drei goldene Haare. Die habe ich ihm einmal ausgerissen, als er hier zu meinen Füßen schlief. Das war gar nicht so einfach. Denn vorher musste ich den jungen Mann, der mich darum gebeten hatte, in eine Ameise verwandeln. Sonst wäre es ihm unweigerlich an den Kragen gegangen. Denn mein Teufel mit den drei goldenen Haaren hatte eine sehr gute Nase für sowas. Er roch den Braten sofort. Als er nämlich am Abend kam, merkte er auf Anhieb, dass die Luft nicht rein war und sagte... Ja, was sagte er da? Eine teuflische Frage, nicht wahr? Sie werden hoffentlich um die Antwort nicht verlegen sein. Cerberus! Wirst du wohl nicht vorsagen? Ich hoffe, Sie haben den Cerberus nicht verstanden. Ja, die Ursula Distel, die war eine so liebenswürdige und sympathische Teufelsgroßmutter, dass man sie direkt gern haben musste. Aber wissen Sie, was der Teufel gesagt hat, als er merkte, dass da so irgendwas nicht stimmte? Ja, tut mir leid. Ein Märchen der Gebrüder Grimm, Frau Hablacher. Ich rieche Menschenfleisch. So sagte er, ja. Es führt Sie mit 1920 Mark eine Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen, dass der große Preis sich freuen würde, wenn sich wieder mal ein paar Damen bewerben würden als zukünftige Kandidatinnen. Frau Hablatter. 360. 360, gut. Wie nennt man Instrumentalmusik in kleiner Besetzung, die ursprünglich von Solisten in intimen Räumen gespielt wurde, Herr Lentsch? Ein Terzett. Terzett ist die Gruppe, aber wie nennt man die Musik? Kammermusik. Kammermusik ist in diesem Falle richtig, ja? Wir haben drei da, drei wunderbare Kammermusiker, die Sie jetzt verzaubern werden. Das Diabelli-Trio. Freivogel, Querflöte, Siegfried Schwab, Gitarre, Enrique Santiago, Bratsche. Herr Freivogel, was war das, was Sie gespielt haben? Das war ein Rondo einer Serenade von Leonard de Cal. Aus welcher Zeit? Er lebte zwischen 1780 und 1840 und ist einer der vielen Komponisten, der für diese Besetzung sehr viel komponiert hat. Und wir allein haben von dieser Zeit ungefähr 50 Werke entdecken können.
Aha, aber sind Sie ausschließlich auf Werke aus dieser Zeit konzentriert oder lässt sich mit der Besetzung auch was anderes spielen, Herr Schwab? Nein, es lässt sich schon sehr vieles machen. Also wir können zum Beispiel Barockmusik spielen, aha, wir können zeitgenössische Komponisten aufführen und wir haben vor einigen Monaten auch noch Kompositionen von Scott Joplin aufgenommen. Das ist so Rec-Musik, Ragtime-Musik, ja. Na also, das Diabelli-Trio und Ragtime-Musik. Das war das Diabelli-Trio und Frau Havlatta wählt die nächste Frage. Namen 40. Es geht um einen Heiligen, Sie werden ihn gleich sehen. Das heißt, vorher sehen Sie Hans-Jürgen Wiesner, der ist noch nicht heilig gesprochen, obwohl er seit Jahren für das ZDF in schwierigen Positionen tätig ist. Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend, Wim Tölke. Guten Abend, Hans-Jürgen Wiesner. Sie haben sich also ganz dicht an den Heiligen gestellt, der noch nicht ganz zu erkennen ist. Aber das alles erinnert mich sehr an eine Brücke, an die Karlsbrücke und an Prag. Sagen Sie mal, habe ich da etwa recht? Oder? Die Stadt, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist in der Tat eine der schönsten Europas und gilt als europäisches Kulturzentrum. Es ist die tschechoslowakische Hauptstadt Prag, gelegen an der Moldau. Sie zählt heute 1,2 Millionen Einwohner und ist alljährliches Ziel von zahllosen Reiselustigen und Bildungshungrigen. Prag wird die goldene Stadt genannt, weil die Kuppeln und Zinnen der Kirchen, Türme und Hausdächer bei tiefstehender Sonne golden, glitzern und strahlen. Prag ist die Stadt der Brücken und die berühmteste von ihnen ist die Karlsbrücke, benannt nach Kaiser Karl IV., der hier im Mittelpunkt des böhmischen Beckens für eine funktionierende Verwaltung, Wirtschaft und Rechtspflege sorgte. Bekanntestes Gebäude der Kaiserstadt ist die Burg auf dem Hradčín, heute Sitz des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Gustav Husak, daneben die Türme des Veitsdomes. Und das ist der Wenzelsplatz im Herzen von Prag, zuletzt 1968 zu trauriger Berühmtheit gelangt. Hier unter dem Denkmal des heiligen Wenzel fuhren damals die sowjetischen Panzer auf, um dem Prager Frühling ein Ende zu bereiten. Ganz besonders aber geht es hier und heute um einen anderen Heiligen. Er lebte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, war Generalvikar von Prag, also ein hoher Geistlicher und Vertrauter seiner Königin, der Frau jenes König Wenzel IV., der ihn grauenhaft ermorden ließ. Der König wollte wissen, was die Königin dem Heiligen gebeichtet hatte, aber der Geistliche ließ sich nicht herbei, das Beichtgeheimnis preiszugeben. Der König ließ ihm die Zunge herausreißen, steckte ihn in einen Sack und stürzte ihn in die Moldau. Auf der Karlsbrücke wurde er in Stein der Nachwelt erhalten, der Brückenheilige von Prag. Und nun meine Frage an Sie, liebe Zuschauer. Wie heißt dieser Brückenheilige aus Prag? Das ist sicher keine ganz leichte Frage, dennoch die Geschichtskenner unter Ihnen werden sie beantworten können. Viel Spaß beim Raten, toi toi toi. Guten Abend und auf Wiedersehen aus Prag. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank, Hans-Jürgen Wiesner. Ich hoffe, Sie kennen sich unter Heiligen aus, Herr Lentsch. Wie heißt er? Ich habe den ganzen Film lang gehofft, dass es auf Wenzel rauskommt, aber das... Nee, ist ein anderes. Nee, das weiß ich nicht. Fällt Ihnen noch einer ein? Nein. Frau Herrer? Ja, ich muss auch ein bisschen raten. Nepomuk? Nepomuk war richtig geraten, ja. Allgäu 60, bitte. Glücksfrage für Sie.
Aber ob sie auch mit Glück verbunden ist, weiß ich nicht. Sie ist nämlich für mein Empfinden sehr schwer. Welchen Fluss bilden die Allgäuer Quellflüsse Breitrach, Stillach und Trettach? Die fließen ja in der Nähe von Oberstdorf zusammen. Und wie heißt der Fluss, den sie bilden? Wer durchs Allgäu fährt, hat diesen Fluss schon oft gesehen und überquert. Wie heißt er? Ich muss jetzt raten, die Iller? Also Sie raten dauernd richtig. Wieder in Ordnung. Eine kleine Beate. Was ist mit der Beate? Was ist sie? Ja, das ist Beate. Nein! Hallo. Also ich lese vor, ja, zuerst mal Michael Michaelis aus Wuppertal, dann Carsten Speck, mit Speck fängt man Mäuse, aus Hameln bekanntlich, ein Rattenspeck, und dann kommt Rudi Erb, 100.000 Mark geerbt. Ach, Beate, das finde ich ja so süß. Lass mir einmal an den Busen fassen. Kann ich wieder gehen? Ich bin auch ganz ergriffen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Können wir uns nachher noch mal sehen? Bis nachher, Süßer. Ja. Bitte schön. 3,20 bitte. Gern, das ist ein Joker. 3,80 bitte. Wie nennt man in Russland ein Gespann mit drei nebeneinander angeschirrten Pferden? Eine Troika. Richtig. Und jetzt weiter, Herr Lentsch. Ich hätte gerne A bis Z40. Ein Joker, 100 Mark für Sie. A bis Z20. Eine Glücksfrage. Nun können Sie auch Glück gebrauchen und haben es hoffentlich auch. Sie sehen hier eine wunderschöne Küste, eine interessante Landschaft, ein ungewöhnlicher Kreidefelsen. Auf welcher Insel ist dieser Kreidefelsen? Ist gar nicht so weit entfernt. Sagen Sie es doch, sonst muss ich die Frage weitergeben. Helgoland? Nein, leider nicht Helgoland. Da gibt es diesen roten Sandsteinfelsen. Rügen. Auf der Insel Rügen, ja. Wir grüßen also alle Zuschauer, die jetzt in Rügen sitzen sollten, in Sassnitz, im Stubbenkammergebiet. Und Herbert Kiefel in Herten hat 100.000... Ach, das ist die richtige Beate, ich hatte schon gedacht. Herbert Kiefel hat also 100.000 Mark gewonnen, er wohnt in Herten. Und Martin Seeger in Neumarkt. Und E.X. Seeler in Spelle. Wir gratulieren herzlich. Frau Flatter. Namen 60. Risiko. Sie haben 2.480 Mark, mit 1.940 Mark ist Ihnen Herr Hera auf den Fersen, 1.140 Mark hat Herr Lentsch. Wie viel setzen Sie? 500. Es geht um Karl Marx. Vor 100 Jahren, am 14. März 1883, ist er ja in London gestorben. Nun eine zweiteilige Frage. In welcher Stadt ist er geboren? Und zweitens, wie heißt das Buch, in dem er seine Wirtschaftstheorie darlegte? Geboren ist er in Trier und das Buch heißt Das Kapital. Beides ist völlig... Sie sind also ganz kurz vor dem 3000er, nicht? Sie haben etwa Zugspitzhöhe erreicht jetzt. Allgäu 40. Was passt jetzt, Allgäu 40, ja. Wenn es in Wertach im Jahre 1874 nicht einen gewissen Josef Kramer gegeben hätte, dann hätten wir jetzt auch keinen Weißlacker. Nach dem Josef Kramer will ich nun erst gar nicht fragen, aber nach dem Weißlacker muss ich fragen. Was ist das? Den Käse irgendwie. Was mit dem Käse machen? Ein Käse irgendwie ist richtig, ja. Herr Heerer, es geht weiter. 3100 bitte. Nochmal Risiko für Sie diesmal. Sie haben 1.980 Mark, um genau 1.000 Mark mehr steht das Konto von Frau Havlata da und 1.140 Mark hat der Lentsch. 1.200 Mark, bitte. Zweiteilige Frage. In welcher Stadt wurde dieses Bild aufgenommen und in welchem Jahre? Sie sehen links den englischen Premierminister Clement Attlee, in der Mitte den amerikanischen Präsidenten Truman und rechts den sowjetischen Generalsekretär Stalin. Es gab nur eine Gelegenheit, wo die drei zusammenkamen. Die Konferenz von Yalta. Schon falsch. Schon falsch. Damit ist die Frage nicht mehr zu beantworten für Sie. Weitergeben können wir sie auch nicht als Risikofrage. Das war 1945 in Potsdam. Da wurde das Potsdamer Abkommen geschlossen und Churchill, der bis dahin Premierminister war, wurde während der Verhandlungen ersetzt durch Attlee. Es geht weiter mit Frau Havlata. Nacht 100. Es lächelt der See, er ladet zum Bade. Mit dieser Verszeile beginnt Schiller seinen Wilhelm Tell und er meint damit das Urner Becken, jenen Teil des Vierwaldstätter Sees, an dem sich die Geschichte zugetragen haben soll.
Die Eidgenossen haben es dem Dichter gedankt, dass er ihren Volkshelden so populär gemacht hat. Aber nicht nur dieser Gedenkstein, sondern auch die Tellplatte, wo der Held seinen Häschern entkam, die hohle Gasse, wo Tells Geschoss den Landvogt Gessler niederstreckte, und ein Denkmal in Altdorf sollen dem Besucher die Ereignisse jener Tage wieder vor Augen führen. Fast 700 Jahre ist es her, da trafen sich zu nächtlicher Stunde auf einer abgelegenen Bergwiese diese drei Männer aus Schwyz, Uri und Unterwalden mit ihrem Gefolge. Sie schworen sich nach Schillers Worten: Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Das ist die Geschichte. Jeder Schweizer Bürger kennt sie. Wie aber die Wiese heißt, auf der sich diese ersten Eidgenossen trafen, das ist jetzt die Frage. Die Herr Lentsch sicher beantworten wird. Das Rütli. Aber klar, Herr Lentsch. Und jetzt geht's mit Ihnen weiter. Mit Namen 20, bitte. Welchem Preußenkönig ist dieser Marsch gewidmet? Ferdinand Radek hat ihn komponiert. Und jetzt muss der Name kommen des Preußenkönigs. Dann gehen wir die Sache weiter. Friedericus Rex. So heißt doch der Marsch, ja. Namen 80. Wumm heißt dieser Geselle. Und ist ein Joker in diesem Spiel. A bis Z 80. Risiko. Sie haben 3.100 Mark. Eben haben Sie versprochen, später etwas kühner zu werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Na? Wie sieht's denn aus? 1.000. Aha. Es geht um zwei Abkürzungen. Was bedeutet DSB, B wie Bertha? Was bedeutet DSG, G wie Gänsekeule? DSB, DSG. Was bedeuten die beiden Abkürzungen? Beides was mit müden Knochen zu tun, wenn man so will. Deutscher Sportbund und Deutsche Sportgemeinschaft. Nee, Deutsche Schlafwagengesellschaft. Ich dachte, die müden Knochen würden Ihnen da ein bisschen helfen. Na ja, Sie führen aber immer noch, Sie dürfen weiter wählen. Allgäu 80. Der Name dieser Inselstadt am Bodensee geht zurück auf das Jahr 810. Alte Chroniken berichten, dass sich damals fromme Frauen hier niederließen. Ihrem Damenstift gaben sie den Namen unserer lieben Frau unter den Linden. 1000 Jahre hatte dieses Kloster Bestand. Aber dann, im Jahre 1803, fiel es an den Staat und seine letzte Äbtissin heiratete. Aber auch die Stadt wechselte zu dieser Zeit ihren Herrn und gehört seit 1805 zu Bayern. Lindau, die südlichste Stadt Deutschlands. Wer erkennt sie nicht, diese Hafeneinfahrt mit ihrer unverwechselbaren Silhouette? An der einen Seite der hochaufragende Leuchtturm und an der anderen ein grimmig dreinblickender Löwe, dem allerdings zum Brüllen die Zunge fehlt. Der Bildhauer hat sie offensichtlich vergessen. Warum nun die Hafeneinfahrt von Lindau ausgerechnet ein Löwe ziert und nicht zum Beispiel ein Adler oder ein Bär, das ist jetzt die Frage. Ja. Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Herr Herer, wissen Sie es? Der Löwe ist das bayerische Wappentier. Das ist der Grund, ja. Allgäu 100, bitte. Wie heißt der in Mindelheim geborene Vater der deutschen Landsknechte, von dem auch der Wahlspruch stammen soll, viel Feind, viel Ehr? Weiß ich nicht. Wer kennt den noch? Den Ritter? Wissen Sie es? Frunzberg. Nee, Sie müssen sich erst melden, Frau Ja, ich drücke die ganze Zeit, es ist nicht gegangen. Ist nicht gegangen? Da war die grüne Lampe und ich habe gedrückt, aber die gelbe hat nicht geleuchtet. Wir sollen Eberhard fragen, was machen wir denn da? Ich gehe davon aus, dass mich Frau Havlatta nicht beschwindelt. Nein, nein, sicher nicht. Und deswegen müssen wir es gelten lassen, obwohl das gelbe Licht nicht leuchtet. Ich habe es wirklich versucht. Okay. Prima, es war also richtig beantwortet. Namen 100. Eine Glücksfrage, 500 Mark für die richtige Antwort. In welchem Wald stehen diese Bäume? Im Teutoburger Wald. Woher wissen Sie das? Das Hermannsdenkmal im Hintergrund. Ja, unübersehbar im Hintergrund das Hermannsdenkmal. Und 100.000 Mark gehen an G. Winken in Halstenbek. Und Willem Glöckner auf der Insel Reichenau. Wir gratulieren beiden.
Wer heute nicht genannt wird, schnell ein Los kaufen. Vielleicht ist er beim nächsten Mal dann dabei. Wir würden uns sehr freuen. Bitte, Frau Blatter. A bis Z 100. London ist ja ein beliebter Schauplatz für Krimis. In welchem Stadtteil Londons beginnt die Handlung der weltberühmten Drei-Groschen-Oper? In Soho. Das ist in Ordnung, ja. Allgäu 20, bitte. Risiko, Sie haben 840 Mark. Wie viel setzen Sie davon? Alles. Alles klar, nicht? Das Allgäu ist ja... Das Allgäu und das Gebiet der Allgäuer Alpen, das gehört ja zu den schönsten Landschaften der Welt. Dieses Bild veranschaulicht das nochmal. Und das Allgäuer Hochtal, das wir da jetzt sehen, das ist im 13. Jahrhundert von Bergbauern aus dem Schweizer Kanton Wallis besiedelt worden. Heute ein ganz berühmtes Feriengebiet. Zweiteilige Frage, wie heißt es und zweitens, zu welchem Land gehört es? Es ist das kleine Walsertal und es gehört zu Österreich. Bravo. Aktuell, bravo, bitte. 250 Mark für die richtige Antwort. 1982 war Christian der beliebteste Name für neugeborene Buben. Ist gerade jetzt in diesen Tagen eine Statistik veröffentlicht worden. Ich frage Sie, was war denn wohl der führende Name bei den Mädchen? Stefanie. Donnerwetters, richtig, ja. Vor Christine und Julia und bei den Buben auf Platz Nummer 2 Daniel, Platz Nummer 3 Michael. Herr Lentsch, jetzt kommt Ihre große Zeit. Bitte schön. Aktuell A, bitte. Da gibt es 50 Mark für die richtige Antwort. Frau Flatter, wie heißen denn bei uns die uniformierten Ordnungshüterinnen, die so im ruhenden Straßenverkehr der Polizei hilfreich zur Seite gehen? Politessen. Das sind Politessen, ja. Und der wunderbare Komiker Louis de Funès hat einen Film mit Politessen hergestellt und hatte sich schon so darauf gefreut, diesen Film hier bei uns im Großen Preis persönlich vorzustellen. Wir standen in Kontakt, er freute sich auch auf Berlin. Es sollte nicht sein, der kleine, große Komiker und Schauspieler starb vorher. Aber der Film ist fertig geworden, eine Geschichte, die wie immer lustig ist. Finesse, dieses verträumte Polizeirevier in Saint-Tropez, das Sie ja wahrscheinlich schon kennen von anderen Gendarmenfilmen, bekommt Besuch. Vier süße, zauberhafte junge Polizeischülerinnen werden zur weiteren Ausbildung dorthin geschickt und dann passiert, ich kann Ihnen sagen. Wir schauen uns das mal an. Luis und seine verrückten Politessen. Fahren Sie doch schneller! Ich hab gesagt, schneller! Geben Sie mir mal das Steuer! Geht's? Na so, gerade so. Christine, ich rutsche, Sie rutschen, immer, wie wir... Sie mal her. Ja. Wir sollten vielleicht, ich meine, dass Sie nicht noch, was machen Sie denn da? Ich hab's gleich. Ja, das geht natürlich gleich viel besser. Den Zustand werden wir gleich ändern. Chef! Chef, was ist denn hier überhaupt los? Haben Sie das Durcheinander auf dem Gewissen? Stillstand! Atmet euch! Sofort verschwindet uns! Los, weg hier! Ich lege viel Wert darauf, meine Süßen, dass dieser erste Kontakt zwischen uns bei euch Vertrauen erweckt. Und ich hoffe, dass unsere Zusammenarbeit fruchtbar sein wird. Ganz ohne Hintergedanken, leider, selbstverständlich. Danke, immer wieder Dank. Ja, mein Chef, mein lieber Chef. Heiß Sie, Vollidiot! Ja, ich das Thema kochend heiß! Ja, die sollen ja auch heiß sein! Setzen Sie sich hin! Lassen Sie mich in Ruhe! Und setzen Sie sich hin! Machen Sie sich ganz klein! Noch kleiner! Sie sollen sich klein machen, Sie schwachsinniger Weichkeks! Sophie Michaud,
Catherine Serre. Babette Etienne. Nikes Jean-Louis. Da sind Sie also im Original. Die Politessen von Louis Finesse und seinen Freunden. Sophie, ja. Ich möchte Sie alle was fragen. Sie sprechen so schön Deutsch. Wo haben Sie das gelernt? In der Schule habe ich gelernt. Haben eine gute Schule gehabt, nicht? Naja, das kann man sagen. Wahrscheinlich werden jetzt viele hübsche Mädchen denken, wie wird man sowas? Wie kriegt man so eine Chance? Was haben Sie gemacht? Gab es da Ausbildung oder war da viel Glück dabei, zu diesem Film zu kommen? Ich glaube, es war viel Glück dabei. Wie sind Sie entdeckt worden dafür? Ich habe einen Freund, der Reklame macht, der mir erzählt hat, dass ich das machen könnte. Und ich habe das probiert, ich habe einen Text in ein Video gemacht und dann haben sie mir genommen. So. Aber Sie mussten ja Auto fahren in dem Film. Haben Sie einen Führerschein? Nein, das war ein Problem. Wie? Ich habe keinen Führerschein und ich musste fahren. Prüfung noch nie gemacht? Doch, schon zweimal probiert, aber Probleme gehabt. Warum denn? Was für... Was für Probleme? Einmal bin ich in der Nähe von der Straße runtergefahren und das zweite Mal habe ich den roten Feuer nicht gesehen. Das rote Feuer nicht gesehen, die rote Ampel. Aha. Ich träume immer, wenn ich fahre, also das ist ein Problem für mich. Aber dann ist vielleicht besser, keinen Führerschein zu haben, nicht? Nee, ich würde das nochmal probieren, warum nicht? Na gut. Also wir werden dann rechtzeitig die Leute warnen, wenn Sophie nochmal versucht, den Führerschein zu machen. Katharin. Ja. You started as an actress, you learned it. Sie war also ist eine richtige Schauspielerin, war auf Schauspielschule. How many years? Wie lange? What? On a at school? Yeah. I was 3 years at Art Dramatic School and after 2 years for MIME School. Aha, also 6 Jahre insgesamt. Ja. How many movies did you do? Wie viele Filme haben Sie bisher gemacht? Ich können Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ich habe gemacht. Ja. No, ich habe... gemacht. Gespielt in? Wie viel? 6? Nein. 11. 11 Filme gemacht. Ja, hervorragend. Darunter ein James Bond Film, ne? Ja, Moonraker. Das ist also eins von den berühmten James Bond Mädchen, das hier neben mir steht gerade. Was haben Sie in dem Film gemacht? Motorrad gefahren, nicht? Ja. Und and I broke my leg with the motor, you know. You broke your leg? Sie haben ihr Fuß gebrochen? Ja. Yeah. Aber man sieht es nicht im Film. It's not to see. No, you cannot see it in the film. Ah. Gut. What did you break, Babette? Was haben Sie gebrochen? Yeah, I broke my heart in South Korea. Sie hat ihr Herz gebrochen. Oh, das ist noch schlimmer. You were the girl dancing this tango. Yeah. Yeah. I was a girl. You like to dance? Sie ist das Mädchen, das eben da mitten auf der Kreuzung Tango getanzt hat, wo also da die fürchterlichen Zusammenstöße passierten. Yeah, und ich frage Sie gerade, ob Sie gerne Tango tanzt. I didn't know how to dance a tango, but I learned it. Sie wusste gar nicht, wie das geht, Tango tanzen. Und hat es extra dann für den Film und beim Film gelernt, nicht? What is your profession before becoming an actress? Was waren Sie vorher? I still a photomodel. Ja. And a singer also, sie singt auch, sie war Fotomodell und... And I sing. I'm coming in Germany in 15 days to do a show in Köln for my record. It's called Bebe Reggae. Also in 15 Tagen ist sie wieder in Deutschland und macht etwas Promotion, Werbung für ihre Schallplatte Bebe Reggae, nicht? Right. Okay, Dankeschön. Nun kommen wir zu unserer... Ja, das ist Nikes. Ja. Nikes, sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja, schon sehr gut, nicht? Wo kommen Sie her? Nein. Nein, ist auch richtig, aber das ist keine Antwort. Wo kommen Sie? Jetzt guckt sie alle Fragen an. Nikes kommt aus Guadeloupe, nicht? Yes. Ja? Wie lange leben Sie denn in Frankreich? How long is she living in France? Six years. 6 Jahre, sagt sie gerade. Schauen Sie jetzt sich in aller Ruhe mal Nikes an. Nikes ist auch ein James-Bond-Mädchen. Nikes hat auch in Moonraker mitgespielt, yes. Ja. Und sie ist außerdem eines dieser traumhaften Mannequins von Balmain, Laverne, von Christian Dior und anderen großen französischen Modeschöpfern. Ja, haben wir irgendwas für die zauberhaften Damen? Beate, bin ich direkt froh, dass Sie es wieder mal persönlich sind und nicht Ihr eleganter Vertreter. Thank you. Mhm. So, ich bedanke mich herzlich. Thank you. Das sind also
die verrückten Politessen von Louis de Funès, nein, die zauberhaften Politessen. Au revoir, merci. Ja, dann machen wir weiter nach diesem charmanten Zwischenspiel mit Ihnen, Herr Herer. Aktuell Charlie, bitte. Was war das, bitte? Aktuell Charlie. 100 Mark für die richtige Antwort. Wodurch machte Claudia Leistner in der letzten Woche Schlagzeilen? Hat die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf gewonnen. Stimmt, 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 ja. Was bleibt noch? Aktuell Delta. 200 Mark, Herr Lentsch, wenn Sie richtig antworten. Um welche Uhrzeit wird am 27. März die Uhr auf Sommerzeit gestellt, also eine Stunde vorgestellt? Um welche Uhrzeit genau geschieht das? Um 2 Uhr nachts. Das stimmt, das tut man so spät in der Nacht, weil da am wenigsten los ist, die Fahrpläne am wenigsten beeinflusst werden. Bitte, es geht weiter. Aktuell Emil. 150 Mark. In einem Berliner Krankenhaus musste kürzlich ein Operationsteam, also ein Ärzteteam, auf einen wichtigen Teil seiner Berufskleidung während der Operation verzichten. Auf welchen? Auf die Hosen. Ja, also ich bin direkt froh, dass unsere Hosen heute wenigstens fertig geworden sind zur Sendung. Es hätte ja ausgesehen hier. Sie sind auch mal dran, Frau Blatter. Das Fragezeichen. Bleibt das Fragezeichen. Das Fragezeichen werden wir jetzt musikalisch illustrieren. Hören Sie also jetzt mal vitale, mitreißende Country-Musik, Country-Musik made in Hamburg, also in Hamburg hergestellt, erdacht und gespielt heute beim großen Preis von Truckstop. Dazu braucht sie einen Mann, wenn sie tanzt, gibt's keine Gnade. Dann geht Lilly richtig ran, tanzt bis in den frühen Morgen. Hilly Billy Country Stomp. Steckt sich unterm Tresen, da hat Lilly ihn gepackt. Lass uns mal ein Tänzchen wagen, heute bring ich dich auf Trab. Hoch das Bein und hoch die Tasten, endlich ist der Joe mal dran. Heute Nacht tanzt er mit Lilly, Hilly Billy Country Stomp. Hilly Billy Country Lilly, tanz mit uns den Country Stomp. Hilly Billy, Country Lily, tanzin' Hilly Billy.
So, Truckstopp-Stimmung ist das hier, nicht? Wo was überhaupt nicht zum Stoppen kommt, ewig und immer wunderbare, muntere, mitreißende Musik. Darf ich mir erlauben, Ihnen einen noch etwas feuchten Blumenstrauß zu übergeben? Können Sie ihn gleich rechts abgeben? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss mir jetzt eine Frage stellen an Herrn Heerer. Die Musik haben Sie erkannt, Country-Musik, aber die Musik hat einen Rhythmus, nachdem es in Amerika einen bekannten Volkstanz gibt. Wissen Sie, so geht das da immer etwa. So das Menuett des Wilden Westens, wenn Sie so wollen. Und wie nennt man diesen Volkstanz? Ja. Dankeschön. Jetzt dürfen Sie Blumen wieder zurückgeben, Herr. Ich glaube, es ist Square Dance. Das ist der Square Dance, ja. Und wir bedanken uns herzlich bei Truckstopp. Die Truppe ist gerade auf Tournee, wie ich gehört habe, nicht? Ja, wir haben jetzt gerade 15 Tage hinter uns gebracht, haben noch 30 Tage. Sieht aber noch ganz munter aus, nicht? Aber das reicht also für die 30 Tage. Ich muss mich beeilen, meine Freunde warten auf mich. Du wisst ja, die sind sowas von ungeduldig. Ach du Lieber, aber das sind sie schon. Touchdown, Dankeschön. Das hat er bestimmt gehört. Und kommt gleich angekleckert. Sag mal, war das bei euch eben so laut? Hast du denn gar nichts anderes zu tun, als immer nur aufzupassen, was wir machen? Also ich bin gar nicht neugierig. Ich möchte nur, dass es euch gut geht. Es geht uns prima. Aber was macht ihr eigentlich da? Wir sitzen hier. In diesem grauenhaften Durcheinander. Das ist nicht grauenhaft. Das ist Kabelfernsehen. Ach so. Wir können alles sehen und hören. Alles. Einfach alles. Alles. Ja, aber lesen könnt ihr nichts, was? Doch, wir lesen auf dem Bildschirm. Videotext. So, so. Wir lesen das, was die für uns ausgesucht haben. Nur das Wichtigste. Ja, da habt ihr doch jetzt viel Zeit für andere schöne Dinge, nicht? Was für andere schöne Sachen. Na ja, ihr könntet zum Beispiel die Natur genießen. Entschuldige, Wim, da läuft gerade dieser tolle Western. Ja, sag mal, muss das gerade jetzt sein? Natürlich, er läuft doch jetzt. Du wolltest doch irgendwas sagen. Na ja, ich wollte sagen, dass ihr jetzt Zeit habt zum Spazierengehen. Entschuldige, Wim, vergiss nicht, was du sagen wolltest, aber hier läuft jetzt diese tolle Show mit dem Ding. Ja, wie heißt das noch? Damit euch kann man sich ja überhaupt nicht mehr unterhalten. Schlimm. Doch, was wolltest du denn sagen? Na, ich wollte sagen, dass ihr jetzt Zeit habt zum Spazieren gehen oder zum ins Theater gehen. Spazieren gehen? Ja. Wir haben Kabelfernsehen. Das bedeutet Vollbeschäftigung. Ja, aber ihr könnt das Zeug doch auch mal abschalten. Bitte sehr. Also. Bitte sehr. Und nun? Na, nun haben wir Zeit, uns in aller Ruhe zu unterhalten, nicht? Über was sollen wir uns denn unterhalten? Man muss doch erst mal was im Fernsehen gesehen haben. Über das man sich dann unterhalten kann. Na, unterhalten wir uns doch über das, was ihr gerade eben im Fernsehen gesehen habt. Bitte. Entschuldige, Wim, jetzt kommen hier gerade nach. Ach, schon gut, ja. Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu heute. Und hier sind Nachrichten auf dem anderen Sender. Du lieber Himmel. Der OPEC-Wirtschaftsministerium gestiegen. Ah, guck mal, das Popkonzert. Fantastisch. Fußball! Der Western ist auch wieder da! Sag mal, Opa, habt ihr überhaupt nicht anzubieten, oder? Doch, hier ist die schon! Danke für den Genuss, das ist ja fabelhaft! Nein, fabelhaft! Und ganz nebenbei, Stichtag für den großen Preis! Samstag in 8 Tagen! Ach ja, ich kann Ihnen sagen, also ich hoffe, dass das Kabelfernsehen dann nicht so wirkt, wie wir das gerade eben an diesem schlechten Beispiel gesehen haben. Wum und Wendy lassen trotzdem herzlich grüßen. Wir sind in der dritten Runde. Die Kandidaten müssen eine dreiteilige Frage aus ihrem Fachgebiet innerhalb von 60 Sekunden in allen drei Teilen richtig beantworten. Dann verdoppelt sich das Kapital. Herr Lentsch im Augenblick auf Platz Nummer 3. Es geht um Sherlock Holmes. Herr Professor Hügel wird die Sache kontrollieren auf Objektivität und Richtigkeit. Welchen Umschlag wählen Sie? Den Umschlag 1. Ist recht, ich lese die Frage für uns alle vor. Sie haben sie ja schriftlich vor sich. Im Jahre 1881 ziehen Dr. Watson und Sherlock Holmes in eine gemeinsame Wohnung. Die Adresse wurde weltberühmt und noch heute erhält die Londoner Post Briefe für Sherlock Holmes. Erstens, in welcher Straße lag die gemeinsame Wohnung? Zweitens, wie lautet die Hausnummer? Und drittens, warum zog Watson später aus der gemeinsamen Wohnung wieder aus? Jetzt läuft die Zeit. Zu Frage 1, die Straße heißt Baker Street, die Hausnummer 221B
und Watson zog aus, weil er heiratete. Herr Professor Hügel, vollkommen richtig. Na prima, Herr Lynch. Das sieht ja ganz gut aus bei Ihnen. Herr Heerer, welcher Umschlag? Umschlag Nummer 1, bitte. Auch Umschlag Nummer 1. Herr Professor Stenzel wird das Ganze jetzt beobachten als Experte. Hier ist die Frage. 1956 leitete Strawinsky die Uraufführung einer eigenen Komposition in einer Kirche in Venedig. Diese Komposition und die Kirche sind miteinander auf besonders enge Weise verbunden. Erstens, wie heißt diese Komposition Strawinskys? Zweitens, um welche Kirche Venedigs handelt es sich? Und drittens, woher nahm Strawinsky den Text für diese Komposition? Ticke-Tacke, Ticke-Tacke, Ticke-Tacke. Die Uhr läuft. Noch 45 Sekunden. Die Komposition ist Canticum Sacrum. Die Kirche ist San Marco. Den Text. Das können Sie großzügig beantworten, die Sache mit dem Text. Allgemein. Das ist ein geistlicher Text. Liturgischer Text. Bitte? Ein liturgischer Text. Das ist im Zusammenhang mit der Stadt Venedig. Na, Sie haben ja den liturgischen Text schon gesagt. Ich muss Herrn Professor Stenzel fragen, ob das richtig war. Doch, das ist richtig. Es ist an sich ein Text aus der Bibel. Aber jene Texte, die Strawinsky verwendet hat, sind Texte, die auch liturgisch Verwendung finden. Na also, ist doch alles in Ordnung. Frau Haflatter. Auch Nummer 1. Sie nimmt auch die Nummer 1. Thema Richard Wagner, Herr Gregor Dellin. Achtet als Experte darauf, dass alles auch in Ordnung ist hier. Richard Wagners Musikdrama Tristan und Isolde, nach Nietzsche das Opus Metaphysicum der Kunst, entstand unter großer äußerer Unruhe und dreimaligem Ortswechsel. Die Musik wurde, wenn auch nicht genau nach Akten, an drei bestimmten Orten, hintereinander exakt sogar in drei Häusern komponiert. Und jetzt Frage Nummer 1. In welcher Stadt begann Wagner die Komposition Tristan und Isolde? Wo vollendete er die Partitur des zweiten Aktes? Da ist auch nach der Stadt gefragt. Und in welcher Stadt schließlich wurde das Gesamtwerk abgeschlossen? In Zürich? Ja, wenn Sie ein bisschen zum Mikrofon kommen würden, dann können wir Sie besser verstehen. In Zürich? Zu Frage 1, weiter. Frage 3, München? Frage 2? Venedig? Herr Gregor Dellin? Leider war die dritte Antwort falsch, es müsste Luzern heißen. Och, das tut uns aber leid. Das tut uns leid für Sie, Frau Haflatter. Dann müssen wir Herrn Heerer gratulieren. Er hat seinen Titel erfolgreich verteidigt. Ja, der Herr Lenz drückt erstmal der Frau Haflatter die Hand. Das tue ich auch. Also unser aller Mitgefühl haben Sie, aber auch unser aller Begeisterung. Sie hat toll gespielt, uns viel Freude gemacht und unheimlich viel gewusst. Wir haben einen Blumenstrauß für Sie. Literatur zum Thema Richard Wagner. Und Gott sei Dank sind es wenigstens 1000 Mark aus der Vorrunde, die Sie jetzt nach Hause nehmen können. Herr Lenz, bei Ihnen ist noch eine ganze Menge geworden, nicht? 3220 Mark plus 1200 Mark, das lässt sich sehen. Ich gratuliere Ihnen, grüßen Ihre Schüler. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Wie sagt man in solchen Fällen, der alte und neue Meister, hier steht er. Und am 14. April sehen wir uns wieder beim nächsten großen Preis. Bleiben Sie einen Augenblick bei uns, Herr Heerer. Marianne, es gibt noch Hunderttausender zu vermelden. Wer hat 100.000 Mark gewonnen? Der erste Bernhardine Lang in Gelsenkirchen. Silvia, Sie merken schon, alle Damen türkis. Maria Meritz in 9492 Espelkamp. Alle türkisfarben angezogen. Janita? Und 100.000 Mark für Herrn und der Frau Baudisch in 43 Essen. Beate. Und für Elisabeth von Oertz in Mettmann. Lucius von Truckstop hat einen 100.000er. Ja, und von Lucius an Luzi Ahrens oh, das passt. Schloss Neuhaus.
Ja, die haben es nötig, also fußballmäßig können die 100.000 Mark gut gebrauchen. Professor Enrique Santiago von Diabelli Trio. Frau Elise Kusterer, 6301 Polheim. Danke Ihnen sehr. Wir haben uns auch heute schon mal gesehen, nicht? Nee, klar. Ja, doch, keine Ahnung. Ja, irgendwann, ja. Kneipe, ja. Aha. Ich habe Achim Kuhlmann aus Gerda. Gerda Kuhlmann aus Achim. So, jetzt. Ist okay. Sophie von den Politessen von Louis de Funès. Gerhard Thiele aus Wolfsburg. Sehr gut. Katharin? Jürgen Bench, aus Lorsch. Babette? Gisela Repko aus Kiel. Ah. Nikes jetzt. Annie Ahn aus Brühl. Ja, darf ich das leicht verbessern? Sie hat das so französisch ausgesprochen. Annie Heite aus Brühl. Aus Brühl. Ja, Brühl ist richtig. René Collo. Das ist die Sigrid Borchardt aus Lübeck 1. Ich bedanke mich und ich gratuliere allen Gewinnern ganz herzlich. Meine Damen und Herren, Sie haben eine unheimliche Chance, am 14. April den nächsten großen Preis zu sehen. Bis dahin Ihnen allen alles Gute und tschüss.